Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, es ist schon 16 Uhr. Ich habe noch ein paar Steine geholt. So, die sind schon fertig, das ist gut. Aber wir müssen mal ganz schnell ein bisschen Inventar leeren und ich muss unbedingt was essen. Also, warte, wir machen die Woodframes, die wir noch haben, hier rein und schalten das an. So, er kann das vor sich hin blubbern. 11 Minuten. Das wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Woodframes. Holzrahmen. So, machen wir nochmal 50. So, können die vor sich hin dackeln? Das machen wir da rein. Die können wir zerlegen. Oh ne, ich zerleg die mal gerade nicht. Warte, das weg. Das da rein. Das weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Den Compound-Bogen weg. Den Compound-Bogen weg. Die Pistole. Das. Das Benzin. So, und den Rest, den nehme ich mal gerade notdürftig mit. Hauen wir uns die hier rein. Noch ein Verband oben drauf. Wasser haben wir noch ein paar. Nehme ich noch ein paar mit. Na komm, die können auch da bleiben. So, noch die zwei Dosen hier. Das können wir auch noch benutzen. Dass wir mal langsam wieder hochheilen. So, auf geht's. Wir müssen noch Clay besorgen. Jede Menge. Ach hier, schönen guten Tag. So. Hör auf. Schon wieder Level up. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, es nützt nichts. Wir müssen noch mehr essen. Damit wir mehr satt werden. Damit wir länger schaufeln können. 83, 84. Also schon mal nicht schlecht. So, fangen wir hier oben an. Und holen Clay. Ich habe in der Pause zwischen der letzten Folge und dieser noch ein paar Steine abgebaut von unserem dicken, fetten Ressourcenstein da draußen. Aber nicht wirklich viel, nur knapp so. Ich wollte die 4.500 noch ungefähr voll machen. Ich habe einfach noch ein paar abgeklopft. So, das essen wir auch noch. Das trinken wir auch noch. So, und dann geht es uns richtig gut. Jetzt wird hier geschippt. Was das Zeug hält. Damit ich Pflastersteine herstellen kann. So, weil für, ne, warte mal, ich muss mal nochmal gucken. Steinplattenblöcke brauchen wir nur Cobblestones, genau. Und für die Pflastersteine brauchen wir Steine und Clay, genau. Beides im Verhältnis 1 und 1, alles klar. So, also jede Menge Clay für die Pflastersteine. Ich weiß nicht genau, wie viel wir noch brauchen, aber wir müssen ja auch noch ein paar Sachen aufwerten, ne? Da brauchen wir ja auch erstmal Cobblestones für. Könnt ihr schon mal welche anschmeißen. Und ich müsste mal gucken, wie viele Pflastersteine auf so ein... Wenn ich hier auf so einen Steinplattenblock machen will, da gehen 4 Pflastersteine drauf. Da können wir die auch schon mal machen. Ja, davon brauchen wir ja auch noch welche. Also wir brauchen zum einen Pflastersteine für den Fußboden und zum anderen brauchen wir Pflastersteine, um die Kellerwände teilweise noch aufzuwerten. Also ein bisschen was braucht man auch hiervon. Ich weiß nicht genau wie viel. Ich müsste das alles genau durchrechnen, aber ist mir da irgendwo auch ein bisschen zu viel Arbeit. Keine Lust. Dann gehe ich lieber ein paar Mal los. Haben wir auch ein bisschen mehr Action. So, wir haben auch noch Skillpunkte. Dann können wir die jetzt in der Nacht verteilen. Und können noch ein bisschen an der Base rumbauen.
wenn wir den Fußboden fertig haben, dann würde ich dann auch mal langsam anfangen, oben so hier und da so ein bisschen den Raum zu bauen. So. Ach, und wir brauchen Clay für die Iron Bars. Habe ich gerade was gehört? Nee. Hab mich nur getäuscht. Wie viel Clay haben wir denn? 600. Naja, gut. Wir schippen einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja jede Menge Zeit. Ja, und ich habe mir das mit der Kampfarena nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das werde ich machen. Dann können die Zombies unter mir da rumrennen, können machen, was sie wollen. Und ich schieße einfach von oben ab. Was soll das? Mit lang gefackelt. So, guck mal hier, das geht auch gut. Also wenn man mal die Ausdauer und alles, wenn man das mal einigermaßen oben hat, dann geht das auch mit dem Schaufeln ganz gut. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber am Anfang vom Spiel ist das mit der Stamina natürlich schwierig. Aber ich meine, wir haben jetzt schon so viel gearbeitet. Wir müssten eigentlich, keine Ahnung, wir müssten Muckis haben wie Schwarzenegger. Bei dem, was wir hier kloppen und schippen und hast du nicht gesehen. Wir sind wahrscheinlich durchtrainiert, ohne Ende. Muckibude 2.0 ist das hier. So, dann gucken wir nochmal, wie viel wir haben. 1300. Ja komm, wir machen noch 1500 voll und dann gehen wir nach Hause. Oh, jetzt bin ich out of Stamina. Na gut, das ist das Zeichen, dass wir nach Hause gehen sollten. So, komm, auf geht's. Auf geht's, ab nach Hause. Immer noch nicht voll gefuttert. Das gibt's nicht. Wo liegt denn eigentlich der Airdrop? Wie weit ist der denn weg? Oh, das geht ja. Oh Gott, den gehe ich mir schnell holen. Habe ich mein Fahrrad dabei? So. Ach, warte mal, da kann ich ja jetzt den Screenshot machen. Bleib stehen. Scheiß Blume. So, auf geht's. Achso, der wird nur mit einer Maus gelenkt, alles klar. Na dann. Das ist doch tippitoppi. Finde ich besser wie so ein Minibike. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wo ist das Ding? Ups, ui. Muss er hier irgendwo rumstehen. Da ist er. Oh ja. So, wo ist mein Fahrrad? Ah, hier. Ach, guck mal hier. Die Stripperin. Schönen guten Tag. Entschuldigung. Ja, hast du jetzt davon. So, Fahrrad. Ob man damit Zombies überfahren kann. Müsste ich mal ausprobieren. Er hat ja eben gerade voll den einen Stein da kaputt gefahren, ne? Warte mal. Tatsache, der macht dann... Der macht dann Schaden an dem Stein. Na ja, gut. Das ist aber neblig hier, ey. Mein lieber Schwan. Aber finde ich gut, das Fahrrad.
Finde ich besser wie ein Minibike. Ich bleib beim Fahrradfahren. Hält auch fitter. So. Okay. Aufnehmen. Sehr gut. Und dann. So. Also, wir müssen hier hin. So, sehr gut. Wunderbar. Dann nehmen wir uns mal die Steinplattenblöcke, von denen wir ein paar haben. Wie viel kriegen wir denn noch? 74, so viel brauchen wir nicht. Ich mach mal noch 10. So, mal gucken, wie viel hier reinpassen. So, dann fehlen hier noch 1, 2, 3, 4, 9 Stück oder was? 100. Sehr gut, hat genau gereicht. Sehr schön, wunderbar, wunderbar. Okay, dann. Wie sieht das hier in der Schmiede aus? Da haben wir die Iron Bars. Die nehme ich mal raus. Achso, da schmilzt noch Gedöns rein. Clay ist da drin. Und wir bräuchten... Da ist kein Stein drin, ne? Warte mal, dann nehme ich den Clay mal raus. Und dann müssen wir unbedingt, das Eisen nehme ich auch mal raus, das tue ich zerlegen. Wir müssen unbedingt Steine reinschmelzen. So, das wird ein bisschen dauern, das da, 1000 Steine. Warte, ich mache mal gerade eins rein. Fünf Sekunden für einen, das heißt, das sind 5300. Das sind anderthalb Stunden. Ach du heiliger Bimbam, ey. Ach du heiliger Bimbam. Das sind ja anderthalb Stunden, wo die Steine da reinschmelzen. Ach du Kacke. So, und Zement. Brauchen wir jede Menge. Hier irgendwas, was länger brennt? Benzin. Nee. Nicht gut. Benzinfässer habe ich auch noch keine. Habe ich keine mitgenommen. Ja gut, dann... Quatsch. Da. Dann machen wir das eben so. Ja, dann soll die mal vor sich hingluxen hier. Okay. Und dann mache ich jetzt mal alles, was wir für die Zementgeschichte brauchen. Das machen wir mal hier unten hin. Pflastersteine. So, den Schraubenschlüssel schmeiße ich erstmal da rein. Den hier können wir zerlegen. So, das kann weg, das kann weg. Das kann erstmal weg. Oh, nee. Du blöde Kuh. Liegen. Jetzt kommen immer die Hexen hier an. Bin doch kein Hexenhaus. Hör mal. So, dann hauen wir uns noch die Birnen hier rein. Und hier eine Dose Hundefutter. Finde ich ganz toll. Gibt nichts Besseres als Hundefutter. War schon immer mein Favorit. Hier den Clay noch hier hin. So, das Eisen können wir auch noch hier hin machen. Da haben wir noch Kohle. Die brauchen wir auch bald. So, dann mache ich mal noch gerade das Ganze. Nein, das behalten wir. So, Dose Chili noch da reingeschmissen.
Fahrrad. So, das zerlegen wir noch. Dann schmeißen wir das Alteisen noch hier rein. Hallo? So. Okay. Dann. Ja, wir müssen erstmal warten, ne? Mit den, muss ich da jetzt wirklich jedes Mal hier auf Advance klicken? Das ist ja mal doof irgendwie, ne? So. Muss dann noch einer da dran? Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, da muss noch einer außen dran. Nee. War so klar. Aber hat schön geknirscht. Fand ich gut, den Sound. Na toll. Ach, ich baue mich mal hier hoch. So, meinst du, ich krieg den von hier da dran? Mit bisschen Glück, hä? So, das sieht auch ganz gut aus. Okay. Und dann mache ich mal noch ein paar Holzrahmen. Ja. Nochmal 50. Boah. Ja, komm, gib die mal her hier. Da muss ja bescheuert, ey. Wenn du das hörst. So. Okay. Und dann müsste der Stein weg und der Stein hier muss weg. Hier oben. Wir müssen mal uns vor allen Dingen einen Splint bauen, weil da habe ich noch keinen gefunden. Ich glaube, dafür brauchen wir Klebeband oder so, gell? Da war mal was mit Klebeband. Klebeband, Stofffetzen, kann das sein? Hier eine Schiene. Ja. So. Dann benutzen wir die mal. Klebeband wieder weg. Stofffetzen. Brauchen wir keine mehr. Haben wir keine mehr. Okay, so. Wir brauchen unbedingt auch. Wir brauchen mal geschmiedetes Eisen. Wie viel kriegen wir denn da raus hier? 145. Ja, gut, mir reichen auch. Mir reichen erstmal auch. Und dann machen wir hier noch Zement. Direkt mal anwerfen wieder. So. Reparieren. Sehr schön. Hat gereicht. So, 5000. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das vielleicht nicht besser mit dem Vorschlaghammer machen soll. Warte mal. Also ungefähr 160. Der macht 120. Okay, dann hauen wir mal ein bisschen hier mit dem drauf. Bis die Stamina gleich unten ist. Und dann machen wir den Rest mit der Pickaxe. Mal so ein bisschen.
Geht eigentlich, ne? Geht sogar mit dem Vorschlaghammer so langsam. Oh, funktioniert. Und die Ausdauer geht sogar ganz hoch wieder. Krass. So. Sehr schön. Dann können wir da eins von denen, hier von den Dingern reinsetzen. Und aber das ist. Ja, hier muss auch eins dran. So. Und der hier muss noch weg. So. Okay, cool. Schön gechillt hier durch die Nacht. Es ist ja auch schon 2 Uhr. Das geht ja noch. Wenn die Nacht dann gleich vorbei ist, dann können wir mal gucken, wie wir hier irgendwie weitermachen. Vielleicht mit der Kampfarena anfangen, unten im Keller. Ist ja schon Tag 20. Mit viel Glück habe ich die für die Feralnacht fertig. Gib mal so ein Wasser. So. Okay. So, kein Zement, kein Betonmix. Oh, immer dasselbe. Oh, da ist noch gar nichts drin. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Hauptsache die Schmiede qualmt. Die Schmiede qualmt. Was? Achso. Wir haben noch gar nicht mehr. Oh. Na, das ist ja auch doof jetzt. So, Zement. Hau rein. Ja, das Problem ist, dass ich auch gleichzeitig die Steine da reinschmelzen muss, ne? Ah, das ist aber auch. Das ist aber auch schwierig. Überall fehlt irgendwie Zement. So. 2.51 Uhr. Ja, bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als hier noch so ein bisschen rumzukloppen, ne? Machen wir den hier noch weg. Setzen wir da einen Betonblock rein später. Und sobald es 4 Uhr ist, gehe ich runter und fange unten an. Also wir brauchen dann auch noch Dingsframes hier, Gedönsframes, ne? Jede Menge. Ich überlege, ob ich die Kampfarena vorne hin machen soll. Oder ob wir sie hier hinten hin machen sollen. Ich gehe mal was essen. Gehen wir was essen und dann hier, da benutzen. So. Also wir brauchen. Wir brauchen einen Raum. Wir brauchen einen Raum, der am besten hier so mittig unter unserer Base ist. Das heißt, ich müsste.
Also ungefähr in der Mitte von dem Friseursalon. Ich glaube, die erste Hälfte ist ja vorne so der Haarschneiderraum. Und dann ist irgendwann hier die Wand und dann sind hier hinten noch die Toiletten und so Sachen und die Küche. Ich vermute mal, dass diese Wand in etwa hier sein wird, so wo auch der Landclaim-Block sitzt. Ich hole noch den Zement raus, der fertig ist, und schmeiße den in den Betonmischer. Dann schmeißen wir direkt nochmal neuen Zement an. So. Dann gehen wir mal... Wir brauchen auch, brauchen ja auch Rebar-Frames, ne? Hier Stahlgerüste. 230, ne, so viel brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur 40. So, machen wir die mal. Brechen das ab, das ab, das ab. Und machen wieder Zement. So. Nehme ich mir die schon mal mit. Bin mal gespannt, wie lange ich diesen gebrochenen Fuß habe. Achso, warte. Nochmal kurz zum Betonmischer. Ich hab den Sand nicht mit. Egal. Okay. Nicht so schlimm. So, weil die haben sich ja hier reingegraben. Hier haben sie sich reingegraben. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier auf. Ja. Die wollten ja hier hoch. Das ist ja das Problem. Die wollten hier unbedingt hoch. Und deswegen haben sie hier rumgekloppt wie die Berserker. So. Und dann sind sie hier, haben sie auch hier hingeschlagen, weil sie hier durch wollten. Hier haben sie auch aufgeschlagen. So, hier ist ja schon meine Betonwand. Wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen hier die Wand raus. Warte mal, was ist das hier denn für ein Zeug? Holz. Machen wir das mal weg. Stört sowieso nur. Und Holz kann ich auch ein bisschen gebrauchen. Von daher kann ich das gerade wegschlagen. So. Wenn die hier rein wollen und wenn sie da rein wollen, dann könnte man doch hier so einen Kampfraum hinbauen. Das hier ist komischerweise Eisen. So, hier haben sie gar nichts beschädigt. Hier wollte auch keiner rein. Vielleicht sollte ich einfach hier rein die Frames legen. Ist das hier denn der Fußboden? Ja, das ist der Fußboden, das hier, ne? Hier kommt die Treppe. Hier ist die Treppe. Das ist die Wand. Das hier ist Fußboden. Hier stehe ich. Also ich stehe auf diesem Block. Wenn ich jetzt sage, habe ich noch so ein Dings? Hier, einen haben wir noch. Ne, pass auf, wir machen das mal anders, Das ist natürlich jetzt, warte mal. Das ist die Wand, 1, 2, 1, 2. Wir könnten uns hier eine Tür reinbauen. Wenn wir uns hier eine Tür hinbauen, müssen wir mal gerade gucken, ob das richtig ist. Natürlich blöd, dass das jetzt schon alles mit Beton und allem Krimskrams ausgebaut ist, aber das wusste ich ja jetzt vorher auch nicht, ne? Weil meine Idee ist, dann hier die, hier, so. Die so reinzulegen. Dann sollen die halt hier unten rumrennen, ne? Ich würde dann halt noch so die ein oder andere Stütze hier reinbauen. Dann sollen die halt hier drin rumlaufen. Dann stelle ich mich da drauf und baller die einfach von oben weg. Das ist mein Plan. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen hätte es den Vorteil, wir könnten die ganzen Iron Bars auch nachts verlegen, wenn wir da von oben dran kommen.
Das ist die große Idee dahinter. Mach mal den mal weg und gucken uns das mal an. Aber ich glaube, die Idee ist gar nicht so verkehrt. Ja, könnten wir direkt ausprobieren, ne? So. Oh! Skillpunkte! Was ist denn hier? Hör mal, Mädels. Streik an der Frittenbude oder was? Die sind ja alle gleich. Irgendwas läuft hier schief. So, erstmal mit dem Knüppel. Oh, vielleicht auch nicht. Krampfadergeschwader hier. Oh, toll. Ey, sag mal, ey, was ist denn los, ey? So. Also. So, na komm. Die halten aber auch was aus, die da. Gib mein Pfeil her. So, sehr schön. Wunderbar. Die sind wir auch los. Halt. Nest. Ein Ei. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Und hauen weiter. Ich muss dann natürlich nur zusehen, dass mir die Bude nicht irgendwie zusammenbricht, wenn die hier unten anfangen, die Wände auseinanderzureißen. Deswegen müssen wir hier innen drin auf jeden Fall noch Stützen reinziehen. Und dann würde ich vielleicht sogar hier unten rein Stacheldraht stellen oder sowas. Also das ist bis Tag 21 nicht zu schaffen, aber das wäre so mein Plan. Grob gesagt. Nö. Die Iron Bars, die halten ja auch zum Glück ein bisschen was aus. Schwing den Vorschlaghammer, mein lieber Mann. So, sehr gut. Kann ich denn hier irgendwie was reparieren? Nee, keine Cobblestones. Warte, ich geh mal nochmal hoch. Machen wir mal gerade hier die Woodframes. So. Achso, hatte ich nichts gemacht. So, jetzt haben wir hier offen. Ne? So, oh, scheiße. Dann kannst du dich da draufstellen und kannst von oben runterschießen. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal hier, was wir hier haben. Da sind schon mal Stahlgerüste, 180 Zement. So, und wir brauchen die Iron Bars, Eisenstangen.
Clay und Iron. Aber die kann ich doch... Warte mal. Clay, Iron. So, Iron Bars. Ach, die werden dann auch trotzdem in der Schmiede gebaut. Könnten natürlich eine zweite Schmiede bauen. Das heißt, dann bräuchten wir mal, brauchen wir mal Leder. Wo habe ich denn Leder? Da ist Leder. Dann brauchen wir ein Belly, hier ein Blasebalg. Ein kurzes Eisenrohr, Klebeband, Nägel und Holz. Klebeband. Ich glaube, ein Eisenrohr kann ich mir herstellen. Nägel müsste ich hier noch haben. Irgendwo. So. Ach, zwei von diesen Eisenrohren. Na toll. Eisenrohr. Und dann den Belly. Ach, scheiße. Fünfmal Klebeband. Ach, Kacke. Klebeband, Stofffetzen und Kleber. Kleber. Stofffetzen. Kein Kleber mehr da. Da brauchen wir jetzt Stofffetzen. Scheiße. Fehlt aber auch immer irgendwas, ey. Das gibt's ja nicht. Ich denn jetzt Stofffetzen her? Hier aus der Bar vielleicht oder so. So. Ah ja. Irgendjemand da? Nö, aber hier gibt's Stoff. Sehr gut. Die Couch ist sehr praktisch. Wollte ich mir nur mal so anmerken. Und zu trinken gibt es ja auch jede Menge. Finde ich echt gut. Kochtopf. Toll. Zwei Eisenrohre. Ey, das gibt's nicht, ey. Ach, hier einfach noch ein Safe, ne? Na, den mache ich jetzt nicht auf. Keine Lust für. Hier, Stoppschild. Sehr schön. Wo kann ich denn jetzt Klebeband herstellen? Vier Stück. Wir haben da noch eins. Okay. Hier sieht es aus, ey. Das ist echt voll die Baustelle hier, ey. Oh Mann, ja, an allen Ecken wird gearbeitet, irgendwie. Und nichts wird fertig. Oh. Das ist die blöde Kuh schon wieder hier hinten irgendwo. Für die Safety. So, kann ich jetzt den Belly herstellen? So, sehr gut. Und dann eine Schmiede. Ja. 17 Sekunden braucht das Ding. Okay. Dann holen wir den Zement noch hier raus. Schmeißen direkt neuen... Achso, wir brauchen... Also, nee, wir brauchen auf jeden Fall noch Zement. Komm. 322. Dann machen wir die mal. Kann das hier reindübeln. So, die Schmiede. Kann ich nicht bauen, weil... Was fehlt denn? Steine. So, schmeißen wir mal nur die Hälfte da rein. Die andere Hälfte behalten wir. Okay. Achso, die
Ja, genau. Die Schmiede, die bauen wir dann hier rein. Muss man überlegen. Hier den Zementmischer, den kriege ich ja da nicht weg, bis ich mir selbst einen bauen kann. Und dann würde ich vielleicht die Schmiede hier hinten hinstellen. Dann können wir hier vielleicht noch so Kisten hinmachen und dann kann man dann hier so durchgehen. Okay. Da ist die Schmiede. Die war aber jetzt schnell fertig irgendwie. So, bauen wir die hier hin. Und dann können wir doch hier direkt die Iron Bars machen. Da brauchen wir Clay. Genau. Das ist Clay 20. Das ist also Verhältnis 5 zu 1. 5 mal so viel Eisen. Das rein. Und das. Und die einschalten. Und dann heißt es warten, bis der Krempel da fertig ist. Okay, habe ich noch Nägel? Ich habe noch Nägel. Okay, wir sind ja auch schon wieder viel zu lang. Schon wieder 41 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Und dann versuchen wir hier irgendwie weiterzukommen. Dann bauen wir halt hier raus so die Kampfarena aus dem Flur. Dann stellen wir unten noch Stacheldraht rein. Dann werden die schön langsam. Dann können wir die von hier oben aus schön abschießen. Ich hoffe einfach, dass sie nicht die Iron Bars zerschlagen, während ich draufstehe. Das wird sich dann zeigen. Wie viel halten die denn? 2.500. Das ist auch nicht gerade die Welt, ne? Naja. Okay, gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis denn und tschüss.